Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und noch ist im Hintergrund sehr langweilig und leer. Aber nach diesem Video wird er nicht mehr so sein. Und auch in den folgenden Videos werdet ihr jetzt ein super schönes Vision Board sehen. Denn genau das werden wir heute machen. Letztes Jahr habe ich euch ja schon meine Vision Board Strategie gezeigt. Also erklärt, wie ich ein Vision Board immer mache. Oder da in diesem Jahr gemacht habe. Und die Strategie hat sich jetzt für dieses Jahr ein bisschen verändert, aber ungefähr wird sie gleich bleiben. Und zwar fangen wir erstmal an mit einem Leitwort für das Jahr. Also ein Wort, was das Jahr bestimmen soll und was euch ja so ein bisschen führen soll. Letztes Jahr war mein Wort Simplicity, also Einfachheit. Und dieses Jahr soll mein Wort Balance sein und so ein bisschen Ausgeglichenheit. Bevor ich aber anfange, das Vision Board richtig zu designen, möchte ich gerne nochmal dazu auffordern, auch ein Vision Board zu machen und mir auch gerne davon noch ein Foto zu schicken bei Instagram oder bei TikTok, um mich zu markieren. Denn ich freue mich immer sehr, wenn ich eure Projekte dann sehe. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls euch diese Videos interessieren. Und jetzt viel Spaß beim Video. Let's go! Also zuerst mal zeige ich euch kurz mein Vision Board vom letzten Jahr. So sah das jetzt hier aus. Und ich glaube tatsächlich, dass ich erstmal diese Folie nochmal verwenden werde. Also diese Folie, sage ich schon, dieses Bettlaken ist es ja. Dieses Bettlaken für dieses Jahr nochmal verwenden werde. Oder einfach die Sachen überklebe, die ich hier schon aufgemalt habe. Aber ich denke mal, dass es das letzte Jahr sein wird mit diesem Vision Board Bettlaken. Deswegen werde ich auch die Wörter direkt richtig raufschreiben hier. Letztes Jahr habe ich das nur mit einem anderen Bettlaken nochmal rübergeschrieben, weil ich nicht wollte, dass dann hier dieses Bettlaken dadurch so ein bisschen versaut ist. Aber naja, ich denke mal, es wird das letzte Jahr sein mit diesem Bettlaken hier. Und deswegen werde ich jetzt dieses Jahr auch richtig direkt da drauf schreiben. Okay. Also ihr wisst ja, dass ich jetzt nicht so die Künstlerin bin, aber es ist ganz okay. So Leute, noch sieht es nicht so schön aus mit diesen ganzen Sachen hier, aber das werden wir jetzt gleich überkleben, deswegen gar kein Problem. War ja letztes Jahr auch so. Und natürlich, um das zu machen, brauchen wir jetzt erstmal schöne Sprüche und Bilder. Ich habe tatsächlich eine Liste gemacht mit meinen Zielen. Sieht man mich gerade überhaupt? Ich habe eine Liste gemacht mit meinen Zielen und die würde ich jetzt kurz mal zeigen. Wo ist sie? Also das hier ist diese Liste. Ich werde es euch nicht im Detail zeigen und warum das so ist, habe ich in diesem Video hier erklärt, warum ich meine Ziele nicht teile. Aber ich werde diese Liste laminieren und sie dann in die Mitte kleben. Also hier so hin, weil das dann ja mein größtes Ziel ist und sowas. Alles meine Vision ist richtig. Und drumherum werde ich dann verschiedene Bilder kleben, die das Ganze repräsentieren sollen. Und übrigens werde ich auch nochmal dieses Bild hier ändern. Da habe ich momentan jemanden von BTS kleben. Und ich habe eigentlich vor, es so zu machen, dass ich halt hier diese Inspiration mache an das große Board und dann so an das kleinere Board. Nochmal so spezifische Gewohnheiten. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das Ganze mache, weil ich ja hier zwei Boards habe. Am Ende zeige ich auch nochmal mein Moodboard. Also ich habe eigentlich drei Boards und das zeige ich nochmal am Ende richtig. Let's go! Woo! Ich mache jetzt gerade erstmal kurz so einen Testlauf, um zu gucken, ob ich weiß, wie man das laminiert. Denn ich habe das seit Ewigkeit nicht mehr gemacht und hier kommt was raus. Und es stinkt so doll nach Rauch. Ich mache irgendwas falsch. Ja, es ist laminiert. Ist es laminiert? Nein, es ist nicht laminiert. Hallo, was soll denn das? Was habe ich denn getan? Das hat schon mal gar nicht funktioniert, ey. Lara Emily 2022. Let's go. Oh nein, oh nein. Es bricht hier schon. Es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Aber es geht hier oben voll kaputt. Das war, glaube ich, ein kleiner Fail. Aber es hat wirklich laminiert. Okay, also es war ein kleiner Fail. Aber ich weiß jetzt zumindest, wie man es laminiert. Weil es hat funktioniert. Muss es nur gerade reinlegen. Also Versuch Nummer 2. Übrigens, für alle langwierigen Fans, die auch schon letztes Jahr dabei waren oder auch schon meine Vision Board von letztem Jahr geguckt haben, mein Vision Board Video, ich mache es ja auch immer so, dass ich diese kleinen Mantra, diese kleinen Quotes mich aufschreibe, Sprüche, die mich durch mein Leben oder durch mein Jahr vor allem führen sollen. Und das habe ich jetzt nicht separat gemacht, sondern habe es ganz einfach mal unten bei meinen Zielen als Mantra unten aufgeschrieben. Das kann ich auch noch zeigen, weil das ist ja nicht so persönlich wie die anderen Ziele, dass ich es nicht nochmal extra hier aufschreiben muss. Also
als nächstes machen wir natürlich die ganzen Fotos. Here we go. Ich denke schon, dass man auch anhand meiner Fotos ein bisschen meine Ziele erkennen kann. Genau, also falls ihr das interessiert, dann hier seht ihr es ja. So Leute, jetzt, wo wir die ganzen Sachen ausgeschnitten haben und wait a second und wir alles hier haben, werde ich das Ganze jetzt mal ein bisschen sortieren und dann, ich habe so zweiseitiges Klebeband, also es klebt so an beiden Seiten und das werfe ich immer mit den Sachen da drauf. Und by the way, eine andere Sache, ich werde bald mal meine Kleiderstange hier ein bisschen aussortieren, umräumen, weil hier einfach so viel Zeugs dranhängt. Und ich möchte eigentlich, dass es wieder so ein bisschen minimalistischer wird und auch ordentlicher aufgehangen auf jeden Fall aussieht. Deswegen mache ich das zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal. Aber ja, jetzt werde ich erstmal versuchen, das Ganze irgendwie schön organisiert heranzumachen. Ich mache einfach auf jeden Zettel so ein kleines Klebestreifen-Dingens und mache das jetzt hier immer so ran. Mal gucken, wie es wird. So Leute, jetzt ist mein Vision Board auch schon fast fertig. Also ich bin jetzt mit dem Main Vision Board fertig, mit dem größten, was so mein richtiges Vision Board ist. Was ich jetzt daneben habe, das kleine, da muss ich mir noch überlegen, was ich damit jetzt genau machen möchte. Wie gesagt, ich habe eigentlich jetzt überlegt, ob ich da nur so Gewohnheiten ranmache. Gerade habe ich überlegt, ob ich da vielleicht einfach nur ein Poster hinhängen soll, weil hier halt schon so viel ist. Ich möchte nicht so eine Reizüberflutung haben direkt neben meinem Bett. Und ich werde euch jetzt mal ganz kurz immer mein anderes Moodboard zeigen und danach nochmal mein richtiges Vision Board. Und dann werdet ihr noch die Veränderung dann in den nächsten Vlogs am besten sehen. So, also das hier ist erstmal mein Moodboard. Das habe ich mit meiner besten Freundin zusammen gemacht. Da haben wir wirklich nur Sachen aus den Magazinen genommen und Sachen ausgeschnitten, die uns halt irgendwie so angesprochen haben. Das ist jetzt nicht wirklich so ein Vision Board, meine Ziele, aber so ein bisschen so ein Vibe oder Dinge, die mich halt irgendwie angesprochen haben, die ich witzig fand, die ich cool fand, die mich inspiriert haben. Das ist so ein bisschen mein Moodboard, mein Stimmungsboard. Und das ist jetzt hier wirklich mein Vision Board, also was ich in meinem Leben haben möchte, in diesem Jahr haben möchte, wie ich es gestalten möchte und so weiter. Erst natürlich mein Leitwort in der Mitte, dann haben wir hier meine Ziele, die auch eigentlich in der Mitte thronen eher und dann noch ganz viele Bilder, die das Ganze unterstützen sollen. Wie gesagt, werdet ihr das ganze Endergebnis nochmal mit diesem Mood Vision Board, whatever, auch nochmal in den nächsten Vlog sehen, wenn ich damit dann auch fertig bin. Auch hier will ich noch ein neues Bild reinmachen und ich freue mich erstmal, wenn ihr diesem Video dann nach oben gefällt, falls es euch gefallen hat und wenn ihr mich noch in euren Stories verlinkt, falls ihr auch ein Vision Board macht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüss!